Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Yasuo. So lange war dieser Champ wirklich absoluter Müll. In Patch 14.15 gab es dann aber wirklich brutale Buffs auf seinem E und damit konnte der Champion mit der vermutlich meistgehassten Ability im gesamten Spiel auf jeden Fall ordentlich an Fahrtwind gewinnen. In den oberen Rängen sind leider noch nicht genug Spiele gespielt worden, um einen klaren statistischen Anstieg zu zeigen. Immerhin ist seine Winrate jedoch in Gold, Silber und Bronze mal direkt um zwischen 0,5 und 2% gestiegen. Auch seine Bannrate ist natürlich ordentlich nach oben gegangen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich seine Winrate in den nächsten Wochen verändern wird. Ab zum Abfallheimer der Woche und das ist Shy Banner. Laut Riot sollten die Nerfs an ihrem E die Ability nur um etwa 1-3% schwächen. Das war offensichtlich eine absolute Lüge. Ihre Winrate ging vor allem in Diamond stärker nach unten als die Wirecard-Aktien, als der Skandal veröffentlicht wurde. In Diamond hat sie fast 4% Winrate verloren. Und wenn das mal nur ein leichter Nerf ist, ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Kommen wir zum Nope der Woche und das ist Akali. In Patch 14.15 hatte man sie adjusted. Das Ganze sah zumindest meiner Meinung nach auf dem Blatt Papier nach einem leichten Buff aus. Die Leute sehen das scheinbar ebenfalls so, denn nachdem ihre Bannrate eine lange Zeit wirklich kontinuierlich gefallen war, ist sie jetzt direkt mal wieder ordentlich nach oben geschnellt. Bei unserem Broken Pick der Woche landen wir diese Woche bei Vex. Seit langem hat sie eine extrem hohe Winrate. Nirgends ist sie überhaupt unter den 51% Winrate angesiedelt. Jeder weiß, dass LoL in den letzten 10 Jahren einen extremen Mobility-Creep hatte und Vex ist dort nun mal wirklich, ich glaube, die beste Antwort im gesamten Spiel. Gegen AD-Midlaner wie Trist, Yone oder Yasuo gewinnt sie problemlos 4-5% Winrate mehr. In Emerald Plus hat sie laut LoLalytics einfach über 54% Winrate. Der einzige Punkt gegen Champions wie Galio, Vega oder Cassio hat man auf jeden Fall nicht so viel Spaß auf ihr. Halten wir bei dem Item der Woche und das ist Death Stance. In Patch 14.15 hatte das Item bei gleichem Preis 10 zusätzliche Armor bekommen, obwohl das Item aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich schlecht war. Die Item Winrate stieg einfach um absurde 1,5% und damit ist es nun eines der stärksten Items im gesamten Spiel. Das Item sollte man allerdings frühestens als drittes kaufen. Als zweites Item sieht die Winrate des Items nicht so besonders überzeugend aus. Zeit für den Fail der Woche und dort zu einem wirklich absurden Fall. Letzte Woche waren die amerikanischen Collegiate Championships für League of Legends und Valorant. Im Nachgang des Turniers gab es dann einen gigantischen Aufschrei. Der Grund, die Teams sollten für die Pokale selbst bezahlen und zwar mit ihrem eigenen Preisgeld. Das Bescheuertste, die Pokale lagen beide bei jeweils $10.000. Im Falle von Valorant wäre das einfach mal das Doppelte des gesamten Preisgelds für den ersten Platz. Klar, als Student hat man immer mal so easy peasy eine vierstellige Summe einfach rumliegen. Zumal ich mich frage, wieso diese Trophäen bitte jeweils $10.000 gekostet haben sollen. Klar, wir als Firma geben auch, ich sag mal, durchaus vierstellige Beträge für Trophäen aus. Aber $10.000 für eine einzige Trophäe, es erscheint mir ein kleines bisschen unrealistisch. Riot hat allerdings mit dieser Aktion rein gar nichts zu tun, denn der Third-Party-Veranstalter des Turniers heißt GG Tech und die haben nun definitiv keinen besonders guten Ruf mehr. Bei unserem Trick der Woche habe ich einmal DeepLoL für euch. DeepLoL ist eine relativ neue Website, momentan noch in der Beta-Phase, die ähnlich wie die meisten anderen LoL-Statistik-Webseiten ist, außer dass der gigantische Vorteil von DeepLoL aus meiner Sicht darin liegt, dass es mit Abstand die beste Webseite ist, um OTPs zu recherchieren. Sagen wir, ich möchte wieder damit anfangen, Nidalee Top zu spielen. Das war mein Lieblingschamp in der Season 1 und Season 2. Dann sehe ich hier alle Nidalee Top Mains, die mindestens Master Tier sind, auf einen Blick. Ich kann direkt ihre Core-Items sehen, die Runen sehen, auf welchem Server sie spielen und wenn man auf Bild klickt, sieht man direkt auf einer einzigen Seite alles. Welche Runen, Summoner, Skill Order, Items, welche Items wie beliebt bei ihnen sind und so weiter und so fort. Ich liebe diese Website und wurde in keinster Weise, das will ich einmal kurz erwähnen, dafür bezahlt oder was auch immer, um diese Website hier irgendwie zu erwähnen. Was macht eigentlich Riot? In Patch 14.15 gab es von Riot noch eine weitere Änderung, die nicht in den Patch Notes stand. Alle neuen LoL-Accounts müssen nun 10 Normal Summoners Rift Spiele spielen, bevor sie Ranked spielen können. Zum einen reduziert man damit Bot-Accounts, die nur Bot-Games gespielt haben. Zum anderen
kann dann damit Accounts, die ewig nicht Ranked gespielt haben, für die geht diese 10-Spielsperre ebenfalls, deutlich besser in ihrem Skill-Level einordnen. Das war's damit auch schon für den Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, solltet ihr das Ganze unbedingt tun. Denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.